Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und bevor wir dieses Video starten, ich hoffe, ihr freut euch übrigens drauf, wollte ich auf jeden Fall nochmal das Thema Urlaub in Dubai ansprechen, weil ich das auf jeden Fall nicht so stehen lassen möchte. Zuerst muss man euch wirklich mal sagen, dass selbst in so unschöneren Situationen ihr trotzdem super konstruktiv bleibt und wirklich super lieb darauf immer noch aufmerksam gemacht habt und es eher als ein Aufmerksamkeit-Kommentar oder beziehungsweise eine Aufweckung darstellen sollte bezüglich Dubai, als eher jetzt Hate mir gegenüber. Eigentlich ist es ja auch irgendwo schön, das haben auch andere Zuschauer geschrieben, die wie ich, komme ich auch noch gleich zu, da eben nicht so drüber klar waren, wie eigentlich die Situation gerade in Dubai ist und man da eigentlich ja gegenseitig lernt. Und das ist auch sowas, also ich habe wirklich durch eure Kommentare und vor allem durch das Video, was ihr mir auch geschickt habt, das habe ich mir auch in Dubai angesehen, daraus gelernt. Ich möchte natürlich jetzt auch nicht sagen, also mir hat Dubai gefallen, muss ich einfach sagen. Ich fand es wirklich schön dort, da möchte ich auch nicht drüber lügen, aber ich möchte nicht nochmal hin. Also mir hat das Video auch nochmal die Augen geöffnet, dass ja, man einfach so als Touri natürlich nicht merkt, wie dort die Situation ist und wie dort mit den Menschen umgegangen wird. Warum viele geschrieben haben, wieso gerade Dubai, haben ja auch schon manche für mich mitbeantwortet, dass ja, der eine Grund einfach war, dass mein Stiefpapa Urlaub machen wollte in Dubai. Er war noch nie in Dubai und ja, wollte das einfach über seinen Geburtstag machen. Und da habe ich, der zweite Grund, mich einfach nicht gut genug darüber informiert, sodass ich irgendwie auch gar nicht auf die Idee kam, irgendwie was anderes vorzuschlagen, weil ich so war, cool, in Dubai war ich auch noch nie, über den Winter ins Warme zu kommen und sich was Neues mit der Familie anzuschauen, aber wusste halt einfach nicht, wie Dubai momentan oder auch schon in den letzten Jahren, was für ein Bild es wirklich hat. Und dafür muss ich einfach zugeben, habe ich mich einfach zu wenig drüber informiert. Und ja, das ist ein Fehler, den ich aber auf jeden Fall nicht mehr machen möchte. Es war eine schöne Zeit, wie dramatisch, aber ich werde nicht nochmal hingehen. Also das nochmal dazu und wie gesagt, ich möchte auch nicht, wenn es auch nochmal so eine Situation gibt, ich finde es ja eigentlich gut, dass man darauf aufmerksam macht. Und gerade wie ihr es, wie gesagt, macht, ist es ja auch eigentlich der richtige Weg, denn so denkt man einfach darüber nach und so möchte man auch vielleicht ja, etwas ändern, weil es, ne, der Ton macht immer die Musik und das ist definitiv bei euch der Fall, dass ihr da immer drauf achtet und dafür wollte ich mich einfach nochmal bedanken und ihr seht ja schon anhand des Ihr seht es schon anhand des Titels. Ihr habt es euch, ich glaube schon ein Dreivierteljahr oder so gewünscht. Ich vergesse nie eure Videoideen. Ich habe die mir aufgeschrieben. Glaubt es mir. Ich habe da wirklich so auf meiner iPhone-App da auch diese Notizen da. Videoideen von Zuschauern und da stand das auch mit dabei. Und das werde ich heute auf jeden Fall mal machen. Ja, werden also heute den ganzen Tag lang verschiedene Bundesländergerichte essen. Und was ich mir als erstes schon eingekauft habe, eines meiner liebsten Gerichte. Wir werden heute bayerisch zum Frühstück essen und zwar, ja, ne, wisst ihr, meine große Liebe, Oberster zusammen in Kombi mit irgendwas Laugenhaftem ist einfach der Oberburner. Deswegen habe ich mir, ja, zum Frühstück die Spezialität Oberster mit Brezel mitgenommen. Ich glaube, das schreit doch wirklich nach Bayern. Ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht jedermanns Geschmack, aber versucht es mal. Ist wirklich mega lecker. Normalerweise esse ich auch immer den mit Frühlingszwiebel. Das ist jetzt übrigens Natur. Ich finde immer, der schmeckt noch einen Ticken, ja, mehr nach Zwiebeln, ne? Deswegen mag ich den eigentlich am liebsten, aber den hatten die nicht mehr da. Deswegen halt einfach der Natur. Und es gehört sich, die Brezel in den Oberster reinzustecken. Sonst ist nicht richtig. Ich glaube, das Ganze wird halt sehr lecker. Schreibt mir auch mal gerne, aus welchem Bundesland ihr kommt. Das würde mich ja mega interessieren, wo ihr alle hierher kommt. Man kann nämlich nachschauen, aus welchen Ländern meine Zuschauer herkommen, aber halt natürlich nicht aus welchem Bundesland. Also das, die Option gibt es vielleicht in 10 Jahren, aber jetzt noch nicht. Deswegen schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. In Bayern, muss ich sagen, war ich auch irgendwie gefühlt noch nie so wirklich. Also Aschaffenburg zählt hier, glaube ich, in Hessen. Also ist auch bei uns Bayern, aber halt nicht das richtige Bayern, ne? Also sonst war ich dann, also klar, in München war ich, aber ich glaube noch nie. Ich kann nach einer Brezel nicht so wirklich aufhören, muss ich sagen. Übrigens ist es jetzt Trend, 2 verschiedene Ohrringe anzuhaben. Fragt mich nicht. Ich habe halt meinen Perlenohrring zuerst verloren. Ich weiß nicht wie. Jedenfalls habe ich dann die angezogen und die habe ich dann im Urlaub verloren. Den zweiten davon. Und deswegen habe ich dann irgendwie, warum auch immer, 2 verschiedene angezogen.
Also nur, dass ihr Bescheid wisst und nicht irgendwie denkt, ich bin seltsam, weil manchmal kann das ganz cool aussehen, aber das sieht halt komplett affig aus. Deswegen ziehe ich mich auf jeden Fall gleich noch um. Ich will euch auch immer. Aber es wird erstmal fertig. Hallo. Habt ihr den auch schon vermisst? Ich hoffe. Und zwar essen wir, kannst du erzählen, es muss im Video vertreten sein, Freunde. Hessisch. Yes. Ich sage wieder hessisch. Ne? Nee, wirklich, ich muss euch sagen, das ist in Hessen wirklich so ein bisschen vertreten, dass man also das so krüppelig hat. So. Ja, aber es ist vorher nicht mal ihm aufgefallen. Ich habe es euch schon oft erzählt, nicht meiner Familie, keinen Freunden, weil das hier wirklich gar nicht so unüblich ist. Aber ja, deswegen haben wir uns jetzt überlegt, auf jeden Fall zum Mittagessen mal was Gutes, Feines, Hessisches zu machen. Was sogar auch aus Frankfurt kommt, glaube ich, oder? Zumindest gibt es das da. Ja, so oft. Ja. Und zwar gibt es, ich zeige es euch mal. Na, ich kann euch eigentlich nicht viel zeigen, ich mache nämlich das meiste selbst. Wow. Grüne Soße ist hier nämlich sehr bekannt. Grüne Soße. Ja, gut. Grüne Soße mit Schnitzel und Kartoffeln und noch hartgekochten Eiern. Super, super lecker. Falls ihr meine Food Diaries immer mal so verfolgt habt, da seht ihr auch, dass seine Oma ganz oft auch in meinem Weihnachts-Food Diary immer grüne Soße macht, weil ich ihr einmal gesagt habe, dass ich die so unfassbar lecker finde. Ist sie auch, also wirklich die beste grüne Soße, die ich bisher gegessen habe. Und seitdem gibt es die irgendwie immer. Das hat sie, glaube ich, sehr gefreut, mich auch. Aber ja, ich probiere die jetzt mal so ein bisschen nachzumachen, aber ich kann nicht versprechen, dass sie genauso gut schmeckt. Deswegen machen wir uns jetzt mal, ich habe mir wie immer meine Liebsten. Das sind diese, ja, veganen Schnitzel. Das ist auch von der Eigenmarke und ich finde die sehr, sehr lecker. Also die sind, finde ich, auch besser als die von Mühle, weil die irgendwie so eine noch geilere Penade hat. Die ich habe die jetzt in der Finja-Eigenmarke probiert, die sind auch lecker. Die hätte ich wirklich auch mal probiert. Kann sein, dass die auch lecker sind. Aber ich gehe ja immer lieber zum Aldi und LGT und Franco lieber zum Penny. Aber die sind auf jeden Fall auch sehr, sehr lecker. Wenn du sagst, dass die von Penny richtig lecker sind, dann probiert die gerne mal aus, weil die von Mühle sind auch gut, aber die sind alle gut. Zu spät, die Hesse kommen. Wann geht das denn aus? Schade. Barme. Zu spät, die Hesse kommen. Mhm. Der Arne ist ganz aus dem Häuschen, die Eintracht spielt gleich. Und für Elfen hessisches Essen. Das ist es einmal. Natürlich einmal hier, ne? Die Hauptzutat, hat grüne Soße. Dann dazu das Schnitzel. Boah, das sieht schon so gut aus. Kartoffeln habe ich klein geschnitten, weil ich das irgendwie immer ein bisschen mehr mag. Und noch Ei dazu. Ja, ein bisschen gekleckst habe ich natürlich auch, wisst ihr ja, ne? Das sieht so aus. Das sollte eigentlich erst mein Teller werden, aber das sieht irgendwie nicht so appetitlich aus, wie ich das erst angerichtet habe. Deswegen ist er jetzt den Teller. Ist aber von der Menge her eh dasselbe. Von daher ist eigentlich wurscht, der Käse, ne? Erbarme. Glaube ich. Zu spät. Vielleicht kriegst du noch ein paar Kartoffeln von mir. Schmeckt die grüne Soße? Mhm. Ich schon. Die von deiner Oma schmeckt besser. Ja. Aber mit der, Ja, man kann mit der arbeiten. Mhm. Aber mit deiner Oma kann man sich sowieso nicht messen, das ist unmöglich. Aber für die erste selbstgemachte grüne Soße, oder? Ja, könnte auch. Ich habe erst überlegt, die, Fertige mitzunehmen, weil die vom Aldi wirklich, muss ich euch sagen, wenn ihr mal zu faul seid, ihr müsst schon auf die Arbeit oder ihr habt irgendeinen Arzttermin oder ihr habt Uni, Ausbildung, was auch immer, ihr habt nicht viel Zeit, holt euch die grüne Soße im Topf. Ich mag sowas eigentlich auch nicht, ich finde sowas auch eklig, aber das schmeckt richtig, richtig lecker. Wirklich. Das ist doch keine Arbeit. Und ja. Schnell. Aber wenn ich noch schneller wollte, dann schon. Zum Schnitzel vorhin auch. Ich war ja einkaufen, das habe ich, doch, ich habe es dir schon erzählt, weil ich so geschockt war. Ich hatte den Mann vor mir gefragt, ob ich schon meine Sachen aufladen kann aufs Band, weil es sah so aus, als hätte er noch was im Einkaufswagen. Und da wollte ich ja nicht sein Space wegnehmen, denn das macht man nicht beim Einkaufen. Habe ich halt gefragt und er meinte, nee, legen Sie ruhig auf. Und dann habe ich so gesehen, der war so um die 60 oder so. So ein ganz knuffiger Mann einfach, wenn ihr wisst. Der war einfach süß. Und dann hat er sich nochmal so umgedreht. Ich habe voll gesehen, wie er so meinen Einkauf unter die Lupe genommen hat. Er hat so richtig drauf geschaut. Ich habe halt eigentlich die meisten Sachen fürs Video heute gekauft und er hat dann, nachdem er so geschaut hatte, gefragt, wie ich die Schnitzel denn finde, weil die ja vegetarisch sind und ja, ob ich da irgendwie mal sagen kann, ob sich die halt lohnen. Da habe ich gesagt, ja, ich finde die richtig, richtig lecker, vor allem die vom Aldi. Er war so richtig offen für so einen älteren Herrn, weil ich kann euch sagen, meine Großeltern, die würden eher fragen, ob ich mich vergriffen habe, als ob ich die Schnitzel empfehlen kann, so. Und dann aber, dann haben wir noch drüber gesprochen, dass er voll gern Gummibärchen isst und da voll die Schwäche für hat. Und ich so, ich habe für Schokolade eine Schwäche. Und er so, oh, ist da auch mal zum Espresso. Also so richtig süß unterhalten. So, ich fand das voll knuffig, ich hatte das so noch nie.
Und dann aber an der Kasse, ich habe nicht gedacht, es gibt wirklich Menschen mit zwei Gesichtern. So, er war an der Kasse so unfreundlich plötzlich. Er war so, der Kassierer halt so, ja, zahlst du bar oder mit Karte? Ich meine, klar, sollte man jetzt nicht immer direkt duzen, aber ich habe da jetzt nichts mit, wir sind noch jünger und so, aber er hat das so richtig persönlich, also ah, duzen wir uns also jetzt schon oder was? So richtig schnappig. Und dann hat er gefragt, wie er zahlt. Und dann hat er gesagt, nee, nicht mit Karte, nämlich nicht mit Bar, sondern so und so. Ich habe nicht gehört, wie er gezahlt hat. Anscheinend gibt es noch eine dritte Möglichkeit mittlerweile. Ich weiß es nicht, weil dann kam auch noch ein Mitarbeiter. Er war richtig grob. Er war so gemein zu ihm. Ich war richtig geschockt, weil gerade doch, er ist so mit den Lächeln zu mir gegangen. Und dann zu ihm so richtig, boah, ich war richtig geschockt, ne? Aber er war so nett eigentlich. Also zum Glück habe ich den, ich habe ihn nämlich gesehen. Ich hatte nämlich gefragt, sind Sie schon fertig mit dem Auflegen? Und er war so, na, vielleicht hat mich das sympathisch gemacht. Ne? Voll crazy. Aber, das sind natürlich Schnitzeln. Vielleicht probiert er sie mal aus. Und ihr jetzt auch. Mm. Ja, das muss ich jetzt mal hier kurz erzählen. Das fand ich voll komisch heute. Ich war komplett aufgebracht, als ich nach Hause gekommen bin. Ich muss dir was erzählen. An der Kasse, du. Da waren alle. Erst fand ich das wirklich so schön und dann hat mir der Kassierer so leid getan. Was gibst du denn im Essen? Zehn. Sonst wissen hier Lokalpatriotismus reinbringt. Das hätte ich dir doch fast geglaubt, aber jetzt wird's bunt. Na, ich find's auch ganz gut. Das erste Mal schon lecker. Also Schnitzel und Kartoffeln, die habe ich zwar nicht selbst gemacht, die schmecken super. Und die grüne Soße, die ist. Die Kartoffeln habe ich geschält. Ja, die sehen gut aus. Dann gebe ich unserem Essen eine 7, weil mir die grüne Soße nicht. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ich euch das Rezept verlinke. Naja. Wir haben alle brav aufgegessen. Morgen scheint wieder die Sonne. Zeigt's euch. Folgender Plan für now. Wir räumen jetzt noch schnell die Küche auf. Beziehungsweise ich, weil du hast mir eigentlich schon viel geholfen. Komm, ich mach das schon in der Spülmaschine. Übrigens, ihr habt mir damals geschrieben, eine Spülmaschine, die braucht man nicht. Doch, glaubt's mir. Das war die beste Investition, die wir je getätigt haben für diese Bulli. Also wirklich, bin da so dankbar für. Deswegen geht das jetzt zum Glück gleich schnell. Ich räume jetzt die Spülmaschine ein. Und dann gehen wir in ein Café und essen ein Dessert. Das mache ich nämlich nicht selbst. Und zwar wird es auch wieder hässlich. Aber auch nur, weil wir sind Hesse. Da muss ich schon ein bisschen mehr von essen. Da muss man. Gibt es wieder was von Hessen. Ja. Und das habe ich eh noch nicht gegessen. Frankfurterisch, ja. Ich wollte nämlich keinen Kuchen backen oder so, deswegen gehen wir das einfach essen zu zweit, freue ich mich. Oder beziehungsweise wir alle und ich. Und du schaust nämlich jetzt, was schaust du jetzt? Erst den Johnny oder die Eintracht. Damit meint er Mainz 05 und dann die Eintracht. Auch sehr interessant. Aber nicht wegen Mainz, nicht, dass jemand denkt, ich bin Mainz. Nein, er ist wirklich Eintracht-Fan. Was wäre das hier? Peinlich. Deswegen mache ich mich jetzt fertig, alle schnell in die Spülmaschine und dann gehe ich los. Wir sind alle sehr zufrieden mit dem Plan, glaube ich. Ich finde immer noch mein Plan cooler. Ah, goodbye. See ya. Ich habe mir jetzt gerade mein Kuchenstück geholt. Und zwar habt ihr es ja gesehen. Frankfurter Kranz. Ich glaube sogar, das könnte mir auch echt sehr lecker schmecken. Denn das sieht so fluffy aus. Und es ist mit bisschen Sahne gefüllt. Aber nicht zu viel. Wisst ihr, ich mag das ja immer nicht, wenn es so viel auf einmal ist. Weil da wird mir immer richtig schlecht. Aber so, ich glaube, das wird mein Ding. So sieht das aus, falls ihr euch auch noch nichts darunter vorstellen konntet. Das ist wirklich peinlich, ne? Ich komme aus Hessen. Ich lebe jetzt hier in Frankfurt und wusste nicht, wie das aussieht. Aber there it is. Und das werden wir jetzt mal probieren. Übrigens, mir hat jetzt gerade die im Café gesagt, dass ab morgen ja schon 2G plus herrscht. Und ich habe noch nicht meine dritte Impfung. Muss ich mich mal dringend drum kümmern, weil das ist ja echt dann mega nervig. Ja, das findet auch meine Kamera wieder nervig, lieben wir. Nee, aber wirklich, denkt an eure Booster-Impfung. Das ist hier mein Erinnerungsruf an euch. I like, wie ich es gesagt habe, auch mit diesem Haselnuss-Krokant, ja, diesmal ist es krokant. Schmeckt es mega lecker und der Sahne. Und auch der Teig schmeckt einfach so angenehm nach Vanille. Also einfach dieser Basic Kuchenteig. Das ist irgendwie echt auch mein Liebster. Ich bin jetzt offiziell Frankfurterin. Mir schmeckt Frankfurter Kranz. Wenn ihr mal in Frankfurt seid, kann ich den schon empfehlen. Also von allem wirklich genau perfekt
alles mit dabei. Ein bisschen Sahne, ein bisschen Haselnuss-Krokant, ein bisschen Marmelade, was ich auch sehr lecker finde. Ja. Mhm. Ich mache jetzt gerade dem Arne und mir noch Abendessen für heute Abend. Und zwar gibt es eine Speise aus Baden-Württemberg. Und zwar gibt es schwäbische Maultaschen. Ich mag das so gerne. Ich könnte mich da wirklich reinlegen. Und deswegen habe ich direkt hier, damit es für den Arne und mich reicht und wirklich beide gerne, 2 Packungen Maultaschen gekauft. Gerade kochen auch schon die Karotten. Ich habe nämlich noch ein paar Möhrchen reingeschnitten, ein bisschen Gemüsebrühe. Dann kommen jetzt noch die Maultaschen rein und das ist dann quasi auch das Abendessen. Hier kocht das Wasser schon und genau, eigentlich mag ich Suppen gar nicht so gern. Aber eine Maultaschensuppe ist hier die Ausnahme, finde ich echt oh, wirklich lecker. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt, aber... let's eat! Ich verstehe eigentlich nicht, warum mein Gesicht so rot ist. Boah, hier ist es warm. Oh, und Arne ist auch total geknickt, weil die Eintracht verloren hat, gell? Aber es gibt jetzt ein leckeres Süppchen. Obwohl Arne sich gerade schon beschwert hat, warum die so klein sind, die Maultaschen. Vielleicht habt ihr das auch schon. Naja. Jedenfalls, die großen Maultaschen wollte ich ja auch erst haben, aber die gab es nur mit Schweinefleisch im Aldi und im Rewe. Also habe ich jetzt einfach die kleinen Maultaschen gekauft, aber die kann man eh viel angenehmer in der Suppe essen. Und, wer habe ich gekauft? Hast du super gemacht. Ich glaube, dass sie denken immer, dass du das sagen musst. Ich habe das noch nie gesagt, dass ein Essen scheiße schmeckt. Also, ein sehr leckerer Tag mal wieder, muss ich sagen. Mhm. Und es ging auch alles sehr einfach. Gut, ich habe es mal ein bisschen einfach gemacht, ne? Aber ich hatte so Bock auf Maultaschen und Schnitzel mal wieder. Waren alles gute Entscheidungen. Fand ich auch, aber es kann auf jeden Fall noch ein zweiter Teil her, weil es gibt ja noch so viele andere Bundesländer, aber ich war keiner überfordert. Und irgendwie habe ich nur die Dinge ausgewählt, die ich schon kenne und liebe. Dann essen wir weiter zu Abend und gucken eine neue Serie, die heißt, ich fand die anfangs etwas cringe und super scheiße geschauspielt, da hätte sogar ich mitspielen können, so. Das heißt wie Kids, ne? Kids. Weil es ein Kids-Spiel spielt, gell? Korrekt. Und die ist wohl ganz neu. Und auf Platz 3. Ja, ich finde, am Anfang ist sie ein bisschen, muss man reinkommen. So. Ja, wirklich. Aber erwartet keine große Schauspielerei. Man kann aber schon gucken. Ja, wenn man sonst nichts anderes findet und Coroni einfach wieder das Leben vermasselt, dann schaut Kids. Können wir sehr empfehlen. Na, nicht sehr, wir können es empfehlen. Jedenfalls verabschiede ich mich jetzt von euch. Und hoffentlich sehen wir uns am Dienstag zu einem neuen Video. Ich weiß es noch nicht, weil ich ja die letzten Tage kein Food-Review filmen konnte. Und am Montag ist auch schon wieder Uni, wo ich tatsächlich einmal in der Woche in die Uni fahren muss. Also ich schaue mal, dass ich irgendwas auf die Beine stelle, aber seid mir nicht böse, wenn ich es nicht schaffe. Aber ansonsten sehen wir uns ganz regulär Freitag und vielleicht Dienstag. Ich schreibe euch das nochmal. Macht es gut und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Bleibt gesund und ja, viel Erfolg wieder in der Schule, beim Studium. Geht. Bei der Ausbildung. Ich will auch drüber nachdenken, aber ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend und eine erfolgreiche neue Woche. Macht es gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüssi.